Hallo zusammen, da sind wir wieder im McFit, im nächtlichen. Ich bin hier mit dem Mike und eine seiner Lieblingsmaschinen werden wir heute präsentieren. Die habt ihr sicherlich in den meisten McFits in irgendeiner Variante. Die gibt es entweder mit Schienen und so einer Halbrunden oder eben mit so einer Schaukel. Das ist eine Bauchmuskelmaschine und darüber hinaus eine sehr gute. Mir gefällt diese Übung, seitdem ich die Maschine zum ersten Mal gesehen habe, hervorragend gut. Und jetzt zeige ich euch, wie man sie richtig benutzt, denn hier gibt es die lächerlichsten Ausführungen normalerweise. Wie immer macht der Mike vor und ich schaue mal, was es zu bemängeln gibt und danach bin ich dran. Von Einstellungen gibt es hier nicht viel, egal ob ihr groß seid, klein seid. Ihr müsst gucken, dass ihr hier komfortabel drin sitzt. Ihr könnt euch dann entweder oben festklammern oder ihr könnt euch auch ein bisschen runterhängen lassen. Das ist eigentlich mehr ein Komfortgefühl, beziehungsweise wo ihr die Bauchmuskeln besser fühlt. Atmet aus, dann geht's hoch. Das kommt davon, dass er mit mir trainiert und er macht es direkt natürlich richtig. Und so zieht es auch rein, deswegen liebt er die Übung so sehr. Er geht hoch, das kann man ruhig mit etwas mehr Schwung machen. Versucht sogar, das hier zu berühren und nicht direkt in den ersten 5 bis 10 cm wieder runter zu wippen, sondern es zu halten. Da arbeiten die Bauchmuskeln und dann langsam runter. Das ist das absolut Wichtigste hierbei. Langsam und kontrolliert runter. Und dann nur, bis es wieder unten ist, 90 Grad Winkel. Ihr dürft für eine Millisekunde die Bauchmuskeln entspannen, mehr aber auch nicht. Wir finden nicht nach hinten. Diesen hinteren Teil, den brauchen wir überhaupt nicht. Mal hört schon auf. Jetzt darf ich nochmal ran. Was man hier sehr gut machen kann, ihr schiebt quasi ja mit den Füßen das ganze Gerät voran. Und das sind natürlich auch einige Kilos. Immer wenn ihr da unten Gewicht dran seht, wir haben gerade zwei 15er Scheiben daran gesehen, dann wisst ihr, wahrscheinlich hat da jemand dran trainiert, der gar keine Ahnung hat, wie das funktioniert. Das sind dann die Leute, die hin und her wirken. Sieht man hier schon mal auf dem Video auf meinem Kanal. Wir nutzen nur maximal diesen Winkel bis nach oben und wieder zurück. Luft raus, halten, langsam zurück. Und das Ganze könnt ihr auch, wenn ihr durchhält, machen. Oder auch natürlich hier oben, wenn ihr euch einklemmt. Und ganz zum Schluss dürft ihr gerne auch wippen, aber nicht zu viel und oben halten, das ist das Wichtigste. Nur das hier bringt überhaupt nichts, es sieht nur einfach scheiße aus. Was ihr dürft ist, wenn ihr nicht mehr einfach so hochkommt, ein bisschen Schwung holen und gegenkämpfen. Und so und nur so benutzt man diese Maschine. Und glaubt mir, wenn ihr davon 3 Sätze macht, richtige, wo ihr auch zum Schluss nicht mehr weiter könnt, dann spürt ihr am nächsten Tag wahrscheinlich die Bauchmuskeln und dann wird das auch was. Ohne Gewicht, selbst wenn ihr kräftige Bauchmuskeln habt, macht ihr damit eigentlich nie mehr als 20 Wiederholungen. Wenn doch, gar nicht mal so übel. So, das war's von uns. Schon wieder stiften gegangen. Wenn euch das gefallen hat, dann genau, er weiß schon wie. Bis bald, macht's gut.